Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Dead by Daylight. Wir werfen heute einen Blick in den öffentlichen Testbild und testen mal ein paar Perks an Legion. Und dafür habe ich mir heute Kevriri ans Board geholt. Hallo? Hallo. So, und da wollen wir jetzt mal ein paar Sachen testen. Klar, es heißt noch nicht, dass es so endgültig ins Spiel schafft. Das ist halt noch ein Testbild, der kann auch noch geändert werden. Aber wir werfen hier schon mal einen Blick drauf. Und zwar, einmal habe ich Beobachten und Zuschlagen drin, weil 8 Meter weniger Radius ist bei 24 Meter Terrorradius natürlich schon beachtlich. Dann Hass ist eigentlich jetzt Quatsch, wenn wir nur zu zweit spielen. Es geht ja eigentlich nur ums Testen. Genau wie Uneinigkeit Quatsch ist, sehe ich gerade. Da muss ich ja dann doch noch mal ein bisschen umbasteln. Genau. Da nehme ich jetzt Spiele mit deinem Essen. Nur um zu gucken, ob dieser Sprintboost auch während der Raserei aktiv wird. Das wäre interessant zu wissen. Und ich nehme Verblüffen rein. Ob Verblüffen aktiviert wird, wenn wir schnell durch ein Fenster springen. So, und Tüftler natürlich, macht halt bei einem geringen Terrorradius dann noch mehr Sinn, wenn man da informiert wird. So, und Kevin hat Verzerrung drin, dass ich seinen Radius nicht sehe, wobei dann müsste ich ja was rausnehmen, nämlich... Ach, ich tausche Tüftler mal gegen Ruf einer Krankenschwester und dann schauen wir mal. Einmal können wir dann schauen, ob das Versorgen der tiefen Wunden wirklich keine Heilungsaktion ist, weil das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und zum anderen sehen wir, ob Verzerrung da auch gut funktioniert. So, und wir starten auch auf der neuen Map, dass man die mal sieht. Wie man sieht, hat sich Kevriri schon passend für die neue Map gekleidet. Ja. Ja, du willst ja nicht frieren im Schnee, ne? Oh, was habe ich wohl gespielt? Ein Tuch der Trennung. Genau, damit du ja nicht mit einem anderen, nicht vorhandenen Mitspieler startest, habe ich das Tuch der Trennung gespielt. Also du tötest mich nicht, oder? Früher oder später, wenn du das Mori sehen willst, doch. Oh Gott. Ich finde das... Meine arme Kate. Ja, ich muss sie ja nicht töten. Es geht ja darum, ein paar Sachen auszutesten. Hätte ich lieber Mia genommen. Ja, die will jeder tot sehen. Die mag keiner. Oh Gott, wie cool. Ich finde die Karte auch sehr gut gelungen. Sie ist jetzt auch nicht so groß wie die anderen Karten. Hat zwar eine gute Größe, aber... Ich verkaufe heute Skier und Snowboards. Hier steht diesmal gar kein Snowboard. Haben wir ja noch eine andere Theke? Moment. Ah, hier. Hier ist die Verkaufstheke. Die Map ist ja richtig genial. Sie verstecken sich recht gut, was? Das kann mit Schneemaschine und allem. Ist wie in der Heimat, ne? aha. Wie cool, hallo. Au! Du musst hier anhören. Achso, ich habe die weibliche Variante von Legion genommen. Ich hab grad du schreist voll. Ja. Du bist doch hier noch irgendwo. Naja, jetzt habe ich ja auf jeden Fall schon mal... Bin ich schon mal schneller unterwegs.
weil du mir entkommen bist. Aha, hier jammert wer. Heilst du dich gerade? Achso, dann heil dich einfach mal. Kann es sein, dass du Ding dabei hast? Was? Es aus dem Schrank rausgehen? Nee, das habe ich nicht drin. Das habe ich tatsächlich aber nicht drin. Wieso geht denn dann bei mir jetzt gerade Ding runter, dieses Verzerrung? Weil ich dich normalerweise sehen würde, weil ich Ruf einer Krankenschwester drin habe. Ach so. Aber das tut's ja jetzt nicht. Und das wird halt auch bei Barbecue und Chili passieren. Jetzt habe ich auf jeden Fall kein einziges Token mehr. Jetzt hast du kein Token mehr. Ja, jetzt sehe ich dich auch wieder. Okay, aber das ist auch gar nicht so schlecht. Au. Weil ich will ja die tiefe Wunde testen. Hä? Hier geht die runter, okay. Hey, geht's gar nicht raus? So, was muss ich jetzt machen? Deine tiefe Wunde versorgen. Ach so, und das ist tatsächlich keine Heilungsaktion. Sonst würde ich dich sehen. Ah, das finde ich, sollten sie ändern. Weil das macht wenig Sinn, dass das keine Heilungsaktion ist, finde ich. Also meinst du, dass man es auch mit Ruf der Krankenschwester sehen kann? Ja, das sieht man nämlich nicht. Und jetzt pass mal auf, jetzt zeige ich dir nochmal was. Versorg nochmal deine tiefe Wunde jetzt. Und jetzt hör mal auf. Und ich jage dich. Während ich dich jage, dann läuft der Timer nicht. Das ist... Damit kann ich noch leben. Wenn du jetzt stoppst und jetzt weitermachst, müsste der Fortschritt, den du bisher hattest, auch wieder da sein, oder? Du musst nicht nochmal vom... Ja. Kommen. Und das finde ich auch ein bisschen blöd. Das finde ich... Was ist jetzt, wenn mein Timer unten abläuft? Dann würdest du wie bei geliehener Zeit umkippen. Okay. Das ist halt dieses Ausbluten und wenn du jetzt, ich glaube, bei geliehener Zeit sieht es jetzt auch so aus, dass geliehene Zeit gestoppt wird, wenn du verfolgt wirst. Mhm. Und dass du das zumindest selber verarzten kannst, auch ohne Medikit und Selbstheilung. Das finde ich gut. Finde ich albern. Und ich weiß auch nicht, ob das nötig ist, dass man das selber immer kann. Du könntest das, was du gerade machst, ja okay, jetzt heilst du dich ja gerade. Aber das, was du eben gemacht hast, das könntest du auch ohne Selbstfürsorge und ohne Medikit. Und ich finde, das sollte man rausnehmen, wenn schon der Timer bei der Jagd gestoppt wird. Er steht ein Legion dran an der Wand. Echt? Oben? Komm mal her. Na, wo ist denn hier der Weg hoch? Ja, hallo. Ja, ich gehe ja mal ein bisschen rum. Hier am Fenster. Welchem Fenster? Ach, da. Ja, hä? Ach, da hinten, da komm ich jetzt. Mann. Ja, hallo. Sag doch, dass ich in die falsche Richtung gehe. Ja. Ah, oh, wo? Guck mal, da ist da. Da. Ach, da hinten, tatsächlich. Dann komm mir doch nach. Hey, ich will da auch durch. Ach so, ja, warte mal. Wir warten mal, bis das weg ist. Dann will ich mal was testen. Du bist ja noch da, oder? Ne, wo bist du jetzt hin? Ja, warte. Ah ja, da bist du wieder. Warten wir mal, bis das weg ist. Okay, Moment. Ich gehe jetzt im Sprint durch, ob da auch Bambusel aktiviert wird. Ja, wird's. Ja, wird's. Sehr gut. Schaut ja cool aus, wenn du da durchspringst. Hast du ihn schon über Paletten springen sehen, oder sie? Ja. Ach so, sonst hätten wir das jetzt nochmal kurz zeigen können. Aber die Hütte ist voll cool hier. Die ist warm. Aua! Da fällt dir ein. Nein, nimm das, Bruder. Gott, das gibt es doch nicht. Ach so, das ist der Keller hier. Au! Hui! Hui! Ach, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie schnell ich tatsächlich jetzt mit dem Sprint bin. Jetzt habe ich ja Spiel mit deinem Essen. Das heißt, ich müsste 15% schneller sein. Ob das sich auch auf den Sprint auswirkt.
Ich suche mir meine. Alle Backen trotzdem nach runter, wenn ich mich selbst genese. Echt? Ich glaube schon, also ein bisschen ging jetzt schon zurück. Ich muss gerade mal was testen. Okay. Ich komme also bis hier. Du kannst ja Generatoren oder so machen. Ich schaue mir gerade die Map noch weiter an. Oder so. Das haben sie echt gelungen gemacht. Ja. Okay, es ist tatsächlich so, dass das Spiel mit deinem Essen auch Auswirkungen hat auf den Sprint. Nö. Nö. Nö, benutze ich doch nicht. Nö, hier. Geht's nicht heraus, da geht's raus. Ah, da war ich noch nicht ganz wieder aufgeladen. Au, hey, das hast du nicht mit durchspringen. Hier geht's rein, nicht durch. Ey! Edge Badge! Ist das Mori jetzt sehen oder nicht? Ja, okay. Oh Gott. Aber guck mal, Kate wehrt sich sogar. Oh mein Gott, au! So viel zu Mori. Oh Gott. Ich hatte jetzt gar keinen Ton, kann das sein? Du hattest keinen Ton? Ich habe doch so ganz komische, nice Töne gehört. Also ich denke mal, das ist irgendwie verbuggt jetzt so. Ja, habe ich auch schon gehört, dass da einige Tonprobleme hatten. Wollen wir mal die Rollen tauschen, dass du Legion spielst und ich einen Überlebenden? Okay. Ich würde dann Jesus machen. Jesus sagt es jeder. Ja, wegen dem Bart, wegen den Haaren, wegen der gütigen Art. Und was für Perks nehme ich jetzt? Na, das überlege ich mir auch gerade, was ich an Perks nehme. Schauen wir mal. Mal Ding ausprobieren. Hast du schon mal die Eiserne Jungfrau ausprobiert? Im öffentlichen Spiel, ja. Das kannst du gerne ausprobieren. Dann gehe ich gleich mal in den Schrank. Dann kannst du das gerne mal testen. Ja. Was nämlich noch ein Witz? Keine Ahnung. Er ist blöd, wenn man nur zu zweit spielt, macht viel auch keinen Sinn, ne? Ja. Aber hat das jetzt Einfluss auf Selbstgenesen? Was ist denn das? Was? Wo? Weißt du, ob schlampiger Schlachter und so jetzt, wenn ich dich jetzt ganz normal mit diesem Rasereimodus schlage, wird es dann auch schlampiger Schlachter auslösen? Müsste, das können wir auch mal testen, ob dadurch die Heilungsaktion länger dauert. Nimm das gerne mal rein, das ist eine gute Idee, dass wir schlampiger Schlachter da auch nochmal testen. Addons habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Oh, die sind gut, die sind gut. Du hast sogar ein Add-on, dass der Terrorradius überall zu hören ist. Was? Ja, guck dir mal das beste Add-on an. Warte, ich komm mal rüber. Dann sage ich dir, wie das heißt. Direkt
die erste, die. Stimmt, da. Der schillernde Knopf, genau. Oder? Dann hätten wir die Planets werden sofort zerstört. Dann der. What the hell? Ja, das ist schon. So, und die aggressive Mixkassette, auch die äußerst seltene, die ist auch nicht schlecht, weil dann siehst du, während du in der Raserei bist, ob Generatoren schon zum Teil repariert sind. Du siehst die Generatoren dann halt intensiver. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Gibt dir so ein bisschen mehr Area Control, also das ist schon nicht zu verachten. Verringert deutlich den tiefe Wundetunnel für alle Überlebenden. Okay. Ich glaube, das hatte ich eben bei dir drin. Verringert deutlich auch neue Stärke als bei erfolgreichen Angriffen. Bedeutet die Bewegungsgeschwindigkeit von wilder Raserei. What? Man ist ja noch nicht schnell genug, ne? Ich wollte gerade sagen, da ist ja voll ab dann. Also ich bin bereit, ich habe mich ausgerüstet. Du wirst mich hassen, aber egal. Okay. Ich nehme einfach auch mal das mit. So, zack. Also ich habe jetzt mal das mit dem Schrank dabei, das mit dem schlampigen Schlachter. Mhm. Genau. Ah, und ein. Ich hoffe, es ist das Gelbe. Wieso? Weil alles andere nicht funktioniert. Auch das Pinke nicht? Nee, du musst ja das Pinke oder das Grüne mindestens einmal im Hakengang haben. Und das Gelbe gilt ja beim letzten Überlebenden. Und wenn man zu zweit spielt, funktioniert leider nur das Gelbe. Oh. Verschenkt. Jetzt siehst du mal, dass ich nie Killer fast spiele. Ja, aber das wissen auch wenige. Wie schnell ist man denn jetzt? Naja, okay. Es geht. Also ich finde es jetzt nicht wirklich schneller. Was hast du denn an Add-on reingenommen? An Add-ons? Oh Gott. Das ist so eine grüne Kassette. Okay. Also ich denke, dass die Bewegungsgeschwindigkeit moderat angehoben wird und so ein lilanes Häufchen. Asche. Yep. Aber das weiß ich jetzt nicht, was es bringt. Geh mal in den Schrank rein. Ich will mal sehen, ob ich dich dann wirklich sehe. Du siehst mich nur, wenn ich aus dem Schrank rausgehe. Mach mal. Warte, jetzt geh ich in einen rein. Und jetzt gehe ich raus. Der schreit da schon. Achso, man kriegt bloß so ein wie beim Doktor, wenn jemand schreit, so ein Hinweis, genau. Okay. Und dann hast du 15 Sekunden Zeit, um mich einmal unten niederzuhauen. Ja, okay, so gut ist es jetzt doch nicht, oder? Weil bei der Krankenschwester Gold wert. Hä? Was ist jetzt halt? Oh nein. Du und deine Raketenteile da. Ey, ich bin so dick. Ich komme hier nicht durch. Achte hier. Bist du da durch? Ich komme da nicht durch. Du bist doch Schlangen. Du musst mich ja mit der Raserei mal erwischen, ne? Damit wir das Fest mit schlampiger Schlachter und dem Ausbruch. Oh mein Gott. Warte mal. Hast du jetzt schlampiger Schlachter da? Gerade bei der Selbstgenesung glaube ich nicht. Da gibt es zumindest keine Anzeige, dass es langsamer läuft. Aber ich habe auch Tadatophobie dabei, das bringt auch nichts. Nein. Aber ich habe jetzt auch nichts drin, um mich selbst zu heilen. Warte, ich suche mal ein Medikit. No. Muss ich in die Skihütte? Das gibt's doch nicht.
Mist, ich wollte gerade drüber. Mit Leertaste kommst du da dann drüber, genau. Yeah. Aber jetzt irgendwie, hast du jetzt, wenn du jetzt verletzt, weil du bist ja jetzt verletzt, hast du dann jetzt den Status schlampiger Schlachter oder sowas? Ja, der wird mir angezeigt, oder? Ach, der wird angezeigt, okay. Und Thanatophobia? Auch. Okay. Wo ist denn hier eine Kiste, Mensch? Ach, da. Ja! Endlich! Du willst doch nur hauen! Hä? Gut. Hier kann ich mir verblüffend selbst vorstellen. Was kannst du? Mit ihr kann ich mir verblüffend sehr gut vorstellen. Ist auch noch eine Kiste. Ja, ich habe ja jetzt ein Medikit. Ich muss ja erstmal meine tiefe Wunde versorgen. Mhm, bist du hin? Ich hab doch gedacht, Quatsch mal. Wer ist das denn? Kann man da nicht hoch? Ach, schade. Auf den Aussichtsturm oder was? Ja. Cool, wer das denn? Wir sind nämlich jetzt vollkommen an uns Sildorn. Die haben noch was geändert, sehe ich gerade. Du musst nochmal hauen. Okay. Also selbst mit der Raserei. Das ist interessant, dass du mit Raserei keinen tödlichen Schlag vollführst, auch wenn du tödlich bist. Tödlich bist, ja. Mann, jetzt kann ich hier nur hinhängen. Oh Mann. Und der Befreiungsschlag kam just in dem Augenblick, als du mich an den Haken gehalten hast. Super. Damn. Naja. Tschüss. Da hing ich am Kreuz, am Haken. Am Kreuz. Ja, also, wenn man den Status gefährdet hat, ist es so, haben wir gerade gemerkt, dass man als Raserei nicht jemanden in den tödlichen Status versetzt. Da muss man schon eine normale Attacke schaffen. Das heißt, Raserei verursacht wirklich nur tiefe Wunden und nichts weiter. Aha. Ob ich das gut finde, weiß ich auch noch nicht. Das weiß ich wirklich noch nicht. Aber wie gesagt, das ist ja auch nur erstmal nur die Testversion. Es kann ja sein, dass da noch einiges geändert wird. So, willst du mich jetzt mal richtig töten mit Mori, ja? Ja. Wenn du mich findest. Uhahaha. Tja, dich finde ich. Muss mich nur noch mal einladen, weil ich glaube, ich bin raus, ja. Ach, echt? Ich muss ihn nochmal einladen. Ja. Was soll der Schwachsinn denn? So. Mal schauen. Hallo. Hallo. Ich bin die kleine Feng. Was nehme ich denn noch? Wieso schmeißt du das denn immer wieder raus? Was schmeißt ihr wieder raus?
Die ganzen Perks schmeißt er mir immer wieder raus. Weil du jetzt neu eingeladen wurdest, wahrscheinlich. Was nehme ich denn? So. Nee. So, dann wollen wir mal schauen, ob du mich erwischt bekommst. Hey, ich finde das nicht, was ich suche. Ach, da haben wir es. Die Perks sind alphabetisch sortiert. Falls das noch nicht aufgeht. Echt jetzt? Ja. Oh. Erstmal nach der Seltenheit und in der Seltenheit alphabetisch. Was muss ich jetzt mitnehmen? Das Gelbe? Nee. Das Gelbe, doch. Mori befähigt dich dazu, auch mich zu töten, ohne mich aufzuhängen. Du bist fällig jetzt. Wenn du mich findest. Mach es nämlich neblig. Huhuhu. Und ich bin die kleine Feng Min. Ob Claudette in ihren weißen Klamotten hier weniger auffällt? Nein, die fällt auf jeden Fall sehr auf. Ja. Das ist echt einer meiner Lieblingsnaps jetzt schon. Jetzt schon. Ja, die schaut richtig cool aus. Ich mache nur Feng Min nach. Und dieses riesengroßes Gras. Also doch gut für... Ist das normal? Sind die Gebüsche schon? Ja, das hat man ja gerne mal, ne? Dass man auch die Orte hat, wo sich Claudette hinhocken kann. Ja, gut. Um ihr Geschäft zu machen. Oh, der Killer hat kein Ruin. Aha. Ist hier. Willst mich doch nur ausbluten lassen hier. Also so ist es ja schon cool, aber dadurch, dass man halt wirklich keinen zur Strecke bringen kann, damit ist es halt ein bisschen, ich weiß nicht. So, da bin ich wieder ganz blind jetzt gewesen. Hey. Ah, es ging. Ich dachte mir so, hä? Das war doch hier gerade noch. Lass mich in Ruhe, ich will nicht. Ich will nicht. Au. Aber wenn du mich aus der Raserei heraus betäubst, habe ich kein Cooldown dann. Echt nicht? Nee, also ich musste mich jetzt nicht irgendwie erholen noch von dem Cool von der Raserei. Okay. Huch. Dann hast du eisernen Wilden drin. Ja. Ich hasse dich. Willst du ja auch nicht leicht machen. Hä?
check's nicht. Hat er sie ja noch geheilt? Ich bin ja nur die... Ah, nein! Oh. Die unschuldige kleine Fängmin! Ich bin doch die unschuldige kleine Fängmin! Nein! Raus aus meiner Schiene hier! Ah. Nein, falsche Richtung, scheiße! Finde ich, sieht man die Spuren so schwer. Ich habe aber auch keinen hinterlassen. Dein Ernst? Yes. Du bist so fies. Bin ich eh schon nicht so gut als Killer und nimmt auch noch das mit rein. Nee, das habe ich nicht drin. Ich sag mit keine Spuren hinterlassen, nur dass ich nicht gerannt bin. Oh. Also ich hab... Das finde ich einfach schlecht. Nee, du spielst ja noch nicht lange Killer, also... Du bist doch hier noch irgendwo, das weiß ich. Hast du geflüstert drin? Nein. Hast du das gerade nicht gesehen? Ich hab jetzt hier Spuren. Ich bin gerade an... Oh mein Gott. Ich bin gerade an dir vorbei aus dem Keller rausgerannt. Echt jetzt? Das hab ich nicht gesehen. Okay, ich bin einfach auch so ein blinder Killer. Nicht. Jetzt reicht's ja aber, Mädel. Aber warte, ich krieg irgendwo hin, wo man das auch gut sieht. So ins offene Feld. Ja, ja, hopp, hopp. Beweg dich mal Stelle ein Stück schneller hier. So, zack. Ey, du wolltest mich doch töten. Du wolltest mich doch töten. Das hättest schon fast vergessen. So. Ich hab wieder keinen Ton. Echt nicht? Ja, ich hör dich zum Beispiel gar nicht. Ja, okay, ich hab mich jetzt auch nicht gehört. Ich hab nur dich gehört. Ich hab nur die ganze Zeit nie so ha, ha, gehört. Na gut. Vor allem hätte ich dich doch sehen müssen, oder? Was meinst du mit sehen, als ich gerade aus dem Keller kam? Du mir, achso, ich muss 32 Meter weg sein davor. Von was, wie, was, hä? Achso, ah! Ja, wenn ich das in deinem, in dem Radius mache, dann, ja, und Geflüster hattest du, okay, okay. Ja. Das ist natürlich, genau. Alleine gegen einen ist Geflüster natürlich stark. Deswegen habe ich es auch mitgenommen, dass ich dich auf jeden Fall finde. Ja, so, Geflüster habe ich eigentlich auch sehr oft drin. Weil gegen die Krankenschwester kann man eigentlich nur effektiv spielen, wenn man heimlich ist. Und ja, das nehme ich denen so ein bisschen mit Geflüster. Ne? So, das war erstmal so eine kleine Testrunde hier nochmal, ein paar Perks zu testen. Einfach nur um zu schauen, ja, wie so gewisse Perks bei dem Killer funktionieren und was man vielleicht gut gegen ihn einsetzen kann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass ich euch beim nächsten Video wieder begrüßen darf. Bis dann, euer Rönne.